Hallo, hallo, hallo. Kalimera, einen wunderschönen guten Morgen von meinem Strandspaziergang hier. Ich habe gerade so den Impuls, ein paar Dinge mit dir zu teilen oder einen Gedanken mit dir zu teilen, was so ein ganz wichtiger Aspekt ist, den du bis eben wahrscheinlich hast. Und ja, vielleicht noch gerade den jetzigen Impuls brauchst, um den zu folgen. Und zwar geht es um Ideen und es geht um Gedanken. Wie oft hast du bis eben mal den Gedanken gehabt, oh, es wäre ja schon schön, wenn ich ganz frei leben könnte. Es wäre ja schon schön, wenn ich morgens hier so wie die Irmgard an einem Strand spazieren gehen könnte. Es wäre ja schon schön, wenn ich viel mehr in Regionen mich aufhalten könnte, wo es wärmer wäre. Es wäre ja schon schön, wenn ich mein Traumhaus, keine Ahnung, in Nordschweden hätte und ja, Schnee um mich rum hätte. Also wenn du mehr so der Typ bist, der so gerne ein bisschen kühlere Temperaturen hätte. Es wäre ja schon schön, wenn ich, keine Ahnung, mit dem, was mir wirklich Freude macht, mit dem, was ich wirklich liebe, Geld verdienen würde. Es wäre ja schon schön, wenn, was weiß ich, was auch immer für Gedanken sind, du kannst auch auf deinen Körper beziehen. Es wäre ja schon schön, wenn ich, wenn wir es auf den Körper beziehen, 10 Kilogramm weniger hätte. Es wäre ja schon schön, wenn. Also diese ganzen Gedanken, die du bis eben hast, die da heißen, es wäre ja schon schön, wenn. Ja? Das sind alles Botschaften, die deine Seele dir schickt, weil du hast diesen Gedanken ja nicht umsonst. Dieser Gedanke, der kommt ja aus deinem tiefsten Inneren. Und nur du hast diesen Gedanken ja auch so, wie du ihn hast. Niemand anderes. Und das sind alles Botschaften von deiner Seele, wo es eigentlich heißt, übersetzt, bitte folge mir. Bitte folge mir, trau dich, den nächsten Schritt zu gehen, trau dich, die Entscheidung zu treffen, mit dem, was du lebst, zum Beispiel wirklich Geld zu verdienen, trau dich, die Entscheidung zu treffen, auszuwandern oder frei auf der Welt, Kalimera, Kalimera, frei auf der Welt unterwegs zu sein. Triff jetzt die Entscheidung, wenn es zum Beispiel um die Kilos geht, dass du wirklich was änderst und hol dir eine Anleitung, wie genau du das jetzt ganz easy peasy umsetzen kannst oder lausch da auch nochmal auf deine Seele, auf dein Herz mit deinem Körper, da bekommst du auch die richtigen Botschaften, wie genau du das umsetzen kannst. Also worauf ich hinaus will, diese ganzen Dinge, diese ganzen Gedanken, was es in dir denkt, es wäre ja schon schön, wenn, was auch immer es ist, ist nichts anderes als ein Hinweis von deiner Seele, bitte geh jetzt los, bitte geh jetzt los. Und je öfter wir und je länger wir das missachten und dann nicht drauf hören und dem Impuls folgen, umso frustrierter werden wir letzten Endes. Umso frustrierter wachen wir morgens auf, umso mehr, ich komme ja aus dem Saarland, sagt man so auf Saarländisch, ich habe die Faxen dick. Also ich bin frustriert auf Saarländisch, ich habe die Faxen dick. Und dann ist man in dem Kreislauf drin, dann fängt der Körper an, Botschaften zu schicken. Dann sind wir energielos, dann schlafen wir nachts nicht mehr gut, dann nehmen wir noch mehr an Gewicht zu, dann ja, kommen Rückenschmerzen, Magenschmerzen, Kniebeschwerden, keine Ahnung, was auch immer. So das, was wir dann sogar auch noch als Dinge bezeichnen, ist ja so. Ja? Ich sitze halt den ganzen Tag am Schreibtisch, dann ist das halt so. Oder ich bin jetzt so und so alt, dann ist das halt so, dass man Zipperlein hat und. Was wäre, wenn das alles nicht normal wäre, sondern wenn das wirklich dann schon die nächste Stufe ist, wo deine Seele dich darauf hinweisen möchte, hey, bitte Korrektur, bitte Korrektur. Und Mut wird immer belohnt. Wenn du dir erlaubst, wirklich diesen Impulsen zu folgen, weil dieser Impuls, diese Gedanken, die du da hast, habe ich ja eben schon erwähnt, das hat ja seinen Sinn, warum du das denkst. Und wenn du diesen Impulsen folgst und mutig da vorangehst und natürlich auch schaust, okay,
wie kann es jetzt gehen? Wie kann ich mich da begleiten lassen, damit das auch wirklich funktioniert? Eines der Dinge, die mich auf den Weg gebracht haben, immer Menschen an meiner Seite zu haben, die schon dort waren, wo ich hin wollte, weil nur die konnten mir ja den Weg zeigen. Bis heute bin ja auch nicht angekommen, bin ja auch immer noch auf dem Weg, sind wir unser ganzes Leben lang. Das ist die Evolution, wir wollen uns immer weiterentwickeln, weiter wachsen. Das ist eines der Gründe, warum ich immer Menschen an meiner Seite habe, die so einen entscheidenden Schritt weiter sind als ich, nur die können mir den Weg zeigen. Das ist Weiterentwicklung. So, und das wollte ich dir einfach mal heute so als Impuls mit auf den Weg geben. Vielleicht auch erstmal heute nochmal deine Gedanken zu beobachten, wie oft es in dir denkt, es wäre ja schön, wenn, was auch immer. Und wie oft du denkst, wow, ich habe die Schnauze voll, ich habe die Faxen dick, ich bin frustriert, ich bin traurig und ich bin wütend, ich bin zornig. Letzten Endes sind das alles weitere Impulse, wo deine Seele dich wachrütteln möchte und dir sagen möchte, hey, bitte korrigieren. Und wenn du das von mir lernen möchtest, wie du da mutig deinen Weg gehst und wie genau dein Weg da ausschaut, entsprechend deiner Seelenessenz, du weißt, wie du mich erreichst, hörst wahrscheinlich zum allerersten Mal, dass du mir eine PN schicken kannst, wo ich dir dann weitere Informationen zukommen lasse. In diesem Sinne, hab noch einen schönen Tag. Bis dann, wir sehen uns. Ciao, ciao.